Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Turatec Produktvorstellung. Mein Name ist Martin und ich zeige euch heute wieder ein weiteres Produkt aus unserer Turatec Extreme Waterproof Edition. Wenn ihr auf der Suche seid, wie ihr euer Koffervolumen einfach vervielfachen könnt, dann ist das mein Lieblingsprodukt. Die wasserdichte Kofferdeckeltasche aus unserer Waterproof Extreme Edition. Die wasserdichte Tasche lässt sich problemlos auf sämtlichen Turatec Koffern befestigen und auch auf den meisten anderen Koffern, wo es ihn drauf findet. Die Tasche verfügt über ein großzügiges Volumen von 10 Litern und das gelbe Innenleben, wie bei allen Produkten aus der Turatec Waterproof Reihe, sorgt dafür, dass ihr euren Inhalt unheimlich schnell findet. Zusätzlich haben wir viele kleine Täschchen und Befestigungsmöglichkeiten untergebracht. Das heißt, es gibt sowohl an der Innenseite, wie ihr es hier seht, als auch an der Außenseite eine kleine Mesh-Tasche, Netztasche, sodass ihr dort kleine Sachen, die nicht wasserdicht sein müssen, unterbringen könnt. Mit dem handlichen Griff, den ihr vorne dran habt, könnt ihr die Tasche zusätzlich einfach mal mit auf den Campingplatz oder in die Stadt nehmen. Zusätzlich könnt ihr die vorhandenen, außen vorhandenen Ösen dazu nutzen, um einen gemütlichen Trageriemen zu befestigen, sodass ihr auch schwere Sachen länger tragen könnt. Wie bei allen Produkten aus der Waterproof Extreme Reihe kommt auch hier wieder das spezielle Material zum Vorschein, das besonders robust ist und besonders langlebig ist. Das heißt, egal ob ihr on-road oder off-road unterwegs seid, ob UV-Strahlen da sind, Regen, Schnee, Matsch, die Turatec Extreme Waterproof Edition ist genau das, was ihr braucht, damit ihr lange Freude an eurem Produkt haben werdet. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, die vielen Features kennenlernen wollt oder das gesamte Portfolio kennenlernen wollt von der Turatec Waterproof Extreme Edition, dann schaut einfach unter turatec.com. Registriert euch für den Newsletter oder ruft uns einfach an.